Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Intern ETV, dem Online-Handbuch für das Intranet der Landeskirche Hannovers. Mein Name ist Kai Oppermann, ich leite die digitale Agentur. Ich bin Petra Schäfer, ich bin dort Expertin für Intern E. Frau Schäfer, wir haben beim letzten Mal gesehen, wie toll das mit dieser Drive-App funktioniert. Und zur Drive-App gehört natürlich so als kleines Zaubertool die Synchronisation mit dem eigenen Programm. Was hat es damit auf sich und wie kriege ich das auf meinen Rechner? Ja, das ist ein Synchronisationsprogramm. Und wenn man dieses auf seinem Rechner installiert hat, dann ist man dazu in der Lage, direkt oben in Intern E Dateien zu bearbeiten und auch wieder als neue Version abzulegen. Dazu muss man es natürlich einmal installieren. Und wie das funktioniert, sowohl bei Windows als auch bei Apple, das zeige ich Ihnen jetzt. Wenn Sie das erste Mal eine Datei bearbeiten wollen mit dem FileSync-Programm, müssen Sie es sich zunächst einmal runterladen. Dazu gehen Sie auf dieses Drei-Punkte-Menü und klicken auf Just FileSync herunterladen. Hier auch einmal Doppelklick und Datei speichern. Mit einem Klick auf Mit Just FileSync öffnen. Da müssen Sie einmal das erlauben. Dann öffnet sich die Datei in Ihrem gewohnten Programm. Sie können dort Ihre Änderungen durchführen. Und durch einen Klick auf Speichern werden Sie abgefragt, ob eine neue Version auf Intern E hochgeladen werden soll. Dort klicken Sie auf Ja und dann wird eine neue Version in Intern E erzeugt. Und unter Windows ebenfalls zunächst einmal Just FileSync herunterladen. Auch hier Doppelklick. Datei speichern. Anklicken und die Installation abwarten. Dann die Datei noch einmal öffnen und es erlauben. Dann können Sie hier Ihre Änderungen eintragen und auf Speichern klicken. Und dann wird eine neue Version in Intern E erzeugt. Bei welcher Version Sie stehen, können Sie hier unter dem Kringel einsehen. Sie sehen auch, dass Sie hier, wieder unter den drei Punkten, die Version 1 sozusagen wiederbeleben können und sich herunterladen können. Mit der Kommentarblase haben Sie die Möglichkeit, Kommentare zu den Änderungen einzutragen. Und hier unter dem i können Sie Schlagwörter hinzufügen, die dazu helfen, dass die Datei in der globalen Suche besser gefunden werden kann. Unter diesem Symbol können Sie die Datei herunterladen, hier wie gesehen mit FileSync bearbeiten und unter diesen drei Punkten verbirgt sich wiederum ein Menü, das weitere Bearbeitungsmöglichkeiten erlaubt. Das ist ja ganz klasse. Das installiere ich mir gleich auf meinen Rechner und das denken fünf andere im Kirchenvorstand auch und dann arbeiten die alle gleichzeitig und dann gibt es Schredder, oder? Das könnte natürlich passieren, wenn alle gleichzeitig auf eine Datei zugreifen wollen. Dazu gibt es aber eine Dateisperre in Intern E und die sollte man dann tunlichst einschalten. Geht da denn so eine rote Lampe an oder wie geht ja, das? Ja, so ähnlich. Wie das funktioniert, zeige ich Ihnen jetzt auch. Wenn man beabsichtigt, eine Datei zu bearbeiten, sollte man unbedingt zuerst für andere Nutzer kenntlich machen, dass diese Datei in Bearbeitung ist. Das funktioniert folgendermaßen. Man geht in die Vorschau, klickt auf die drei Punkte und hier für andere Nutzer sperren. Dann sehen andere Benutzer durch diesen roten Pfeil, aha, diese Datei ist gerade in Bearbeitung. Man selber kann dann über diese drei Punkte weiterarbeiten, diese Datei mit Just FileSync öffnen, seine Änderungen machen, wie gewohnt speichern und am Ende natürlich die Dateisperre wieder aufheben, damit nun auch andere Nutzer weiterarbeiten können. Das ist ja super für alle die, die jetzt das FileSync-Programm auf ihrem Rechner haben. Aber jetzt gibt es bei uns im Kirchenvorstand zum Beispiel noch einen Architekten. Der loggt sich da nicht ein, der will auch gar nicht Mitglied werden. Kann der denn auch daran teilhaben? Ja, da gibt es noch eine Möglichkeit, einen Link zu dieser entsprechenden Datei zu versenden. Wenn zum Beispiel Pläne an einen Architekten freigegeben werden sollen, kann man diese Datei per Link oder per E-Mail, wie auch immer, an diesen Architekten versenden. So hat er Zugriff auf diese Datei,
So ein Link ist 3 Wochen gültig und somit kann man auch zum Beispiel Architekten in Bauausschüssen erreichen, die nicht Mitglied im Intern E sind. Okay, das ist gut, das gucken wir uns nochmal an. Sie können eine Datei auch einer anderen Person zur Verfügung stellen, die nicht in Intern E registriert ist. Dazu klicken Sie in die Ansicht, gehen in das 3-Punkte-Menü, wählen dort aus Über Link teilen. Hier können Sie diesen Link gleich als E-Mail versenden und Sie können auch auswählen, bis wann dieser Link gültig ist. Maximal ist dieser Link 3 Wochen gültig. Sie können das aber auch verkürzen. Und auch den Link per Passwort schützen. Diesen per E-Mail erhaltenen Link kann man dann in einem Browser öffnen und hat so Zugriff auf die Datei. Vielen Dank, das ist ja eine runde Sache. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben Drive, wir haben FileSync und wir haben diesen Token, diesen kleinen Link, den man senden kann. Das macht diese Drive-App und die Datenablage rund. In der nächsten Folge von Intern ETV geht es um das Smartphone. Welche Apps gibt es, wie kann man sie nutzen? Wir verabschieden uns, Petra Schäfer, Kai Oppermann, Intern ETV.